Der Küchenherde-Podcast ist genau das Richtige für dich, wenn du aus der Hotellerie und Gastronomie kommst und der Meinung bist, dass sich in unserer Branche etwas verändern muss. Wenn du Fach- und Arbeitskräfte suchst, dich für die zukünftige Entwicklung in unserer Branche interessierst und wenn du zum Thema Digitalisierung ein Wörtchen mitreden möchtest, dann solltest du in den Küchenherde-Podcast reinhören. Du erhältst in diesem Podcast echte Erfolgsanleitungen für das moderne Führen und Binden deiner Mitarbeiter. Mein Name ist Markus Wessel und ich bin Gründer der Küchenherde. Viel Freude beim Zuhören, Lernen und Umsetzen. Ich wünsche dir ein frohes und gesundes neues Jahr. Ich hoffe, es geht dir gut und du bist gut in das neue Jahr gestartet. Ja, es geht wieder los und ich war fleißig in den letzten Wochen. In der Zeit, in der du im Weihnachtsgeschäft geschwitzt hast, habe ich für dich geschwitzt. Kein Scherz. In 8 Tagen wird der Küchenherde-Podcast ein ganzes Jahr alt und wurde daher ein wenig aufgehübscht und aufpoliert. In dieser ersten Jahreshälfte halte ich eine ganze Menge für dich bereit. Und so viel, das kann ich dir jetzt schon verraten, geht es darum, dass du lernst, wie du dich im Bewerbungsprozess immer für den richtigen Mitarbeiter entscheidest. Wenn du wissen willst, wie das genau funktioniert, bleib bis zum Ende am Ball. Ich erzähle nachher, am Ende der Folge erzähle ich ein klein wenig darüber. Ja, und heute geht es direkt mit einem Menschen los, der mich sehr beeindruckt und inspiriert hat und von dem ich mir wünsche, dass wir uns zukünftig echt öfters über den Weg laufen. Ich wünsche dir viel Spaß bei der heutigen Folge. Hallo und herzlich willkommen im Küchenherde-Podcast. Heute wird es magisch im Küchenherde-Podcast. Magie liegt in der Luft. Heute habe ich jemanden zu Gast, oder ich bin bei jemandem zu Gast, besser gesagt. Ja, für manche Menschen würden sagen, er ist ein Magier oder ein Hexenmeister. Und manche sagen, er ist Impulsgeber. Für mich persönlich ist er seit 2009 Magier und Impulsgeber zugleich. Ja, warum sage ich Hexenmeister oder Magier? Jetzt kommt's. Also, alle mal hinsetzen, anschnallen. Und das muss ich ablesen, das kriege ich so nicht hin. Weil er hochwertige Rohstoffe auf eine Art und Weise zubereitet, die wir nicht verstehen. Weil er auf molekularer Ebene Probleme löst, von denen wir nicht wussten, dass sie existieren. Und das auf eine Art und Weise, die wir nicht verstehen können. Ja, zusätzlich zu seiner Affinität zur Magie ist er Autor von mehreren Büchern und hat für sein Buch Fingerfood die Auszeichnung Innovativstes Kochbuch der Welt erhalten und für sein Buch Brot die Auszeichnung Bestes Brotbuch des Jahres, nicht des Jahres, sondern der Welt. Und heute bin ich zu Gast bei dem damals jüngsten Koch des Jahres, Heiko Antoniewicz. Hallo lieber Heiko, schön, dass ich da sein darf. Ja, freue mich auch. Vielen Dank. Danke. Und ich bin froh, dass ich sitze nach dieser Anmoderation. Ja, wir haben uns auch extra angeschnallt hier und jetzt, da ich ja quasi in der Anmoderation deine halbe Lebensgeschichte erzählt habe, brauchst du ja fast gar nichts mehr zu sagen. Ich habe ja sonst nichts zu erzählen. Weißt du, wem du diese Anmoderation zu verdanken hast? Nein, weiß ich nicht. Also, du wirst es mir aber verraten. Ganz bestimmt. Ich habe mal jemanden gesehen, der hatte ein T-Shirt an. Und das fand ich phänomenal. Das fand ich phänomenal für uns Köche. Auf diesem T-Shirt stand, du kannst dir das vorstellen wie in so einem Wörterbuch. Da stand Koch drauf, gleich, also erklärt. Jemand, der Probleme löst, von denen du nicht wusstest, dass sie existieren, ja? Und unten drunter stand dann, siehe Hexenmeister oder Magier. Wie in so einem Wörterbuch. Und das fand ich halt mega, dieses T-Shirt. Und da musste ich dann an dich denken, weil du machst so viele Sachen, die viele Menschen nicht verstehen. Und du inspirierst dadurch auch so viele junge Köche. Ich war jetzt mit den Guerilla-Chefs unterwegs. Wir waren zusammen in Göttingen auf der Intergastra. Und dann habe ich erzählt, dass ich mit dir geschrieben habe, dass wir uns zum Podcast-Interview verabredet haben. Ah ja, hier mit dem Fermentieren. Und ja, das habe ich auch mal probiert. Und dann kamen die haben dann so viele andere Sachen dann noch probiert. Ja, durch deine Inspiration. Und das war krass zu sehen, also, wie du die Leute inspirierst. Ja, also wir geben uns echt, wir geben uns immer Mühe auf der einen Seite, dann auch die komplexen Themen, die wir dann auch immer wieder für uns entdecken, dann einfach so weit runterzubrechen, dass wir das jedem zugänglich machen. Mhm. Du hast ja gerade gesagt, das Fingerfood-Buch, das ist so die Mutter aller meiner Bücher, so für mein Empfinden. Und da sind so mittlerweile viele Themen dann noch drin, die wir in den nachfolgenden Büchern einfach nochmal dann auch
verarbeitet oder bearbeitet auch haben. Und wenn man so ein Buch beginnt, dann klappt sich automatisch das andere dann einfach auch wieder auf, oder ein Buchthema klappt sich dann auch automatisch wieder auf. Mhm. Und ja, uns macht es einfach Freude, oder mir macht es total viel Spaß, mein Wissen zu teilen, was wir in dieser Forschung und Entwicklungsphase dann einfach auch dann nochmal kennenlernen. Ja. Ja, also Inspiration, inspirieren, ich glaube, inspirieren tust du sehr, sehr viele Menschen mit dem, was du tust oder mit dem, was du entwickelst. Und ich habe das damals, ich habe vorhin gesagt, seit 2009 bist du für mich Magier oder Hexenmeister und Impulsgeber zugleich. Titel kriegt man sehr schnell. Ja, mal gucken, ob der hängen bleibt jetzt. Ja. Ich habe dich damals an der Vihoga erlebt und da ging es um das Thema Sous Vide. Ja. Für mich damals absolutes Neuland. Ich hatte keine Ahnung, was man damit macht, was das ist und wie das geht. Und später, 3, 4, 5 Jahre später, als ich die Vihoga dann abgeschlossen hatte, habe ich dann Sous Vide im Krankenhaus umgesetzt. Ich habe mir dann frischen Lachs bestellt, ich habe den dann gewürzt, Kräuter rein, vakuumiert und dann habe ich den Patienten Sous Vide gegart und dann wirklich auch mit der Regeneration so hingekriegt, dass er wirklich super auch im Krankenhaus auf den Teller kam. Und das kam quasi durch dich. Ja, freut mich zu hören. Ja. Also ich sage ja auch, also alles das, was wir machen, ist, das ist ja nicht nur einer Elite einfach vorbehalten. Also das finde ich einfach nochmal wichtig. Das, was wir uns da auch erarbeiten, jeder kann und sollte davon partizipieren. Das heißt nicht nur Fachleute, sondern Fachleute, die dieses Wissen in allen Bereichen dann einfach nochmal sich aneignen, sollte man in allen Größenordnungen einfach auch dann nochmal unterbringen können. Also wie du auch so schön beschrieben hast, das kann im Krankenhaus dann einfach genauso ein perfekter Fisch sein, weil es geht immer um Geschmack, ob Essen schmeckt oder nicht. Und das ist unser Antrieb. Und dieser Wissenstransfer, den wir da einfach auch dann nochmal stattfinden lassen, das finde ich einfach wichtig, weil ich glaube, bei der Ausbildung nach 3 Jahren, da hat man noch nicht alles so erfahren, was man wirklich für den Berufsweg auch braucht. Und da bin ich einfach auch jemand, der sagt, nach der Ausbildung fängt es eigentlich auch erst richtig an. Sehe ich genauso. Also da fehlt dann nach der Ausbildung, hat man so die Basics vielleicht, aber dann kann man ja so viele Abzweigungen gehen, in welche Richtung man sich spezialisiert, entwickelt oder wofür man sich interessiert. Das ist so vielfältig und das hätte ich damals niemals für möglich gehalten. Und wie man durch eine kleine Inspiration, das war ja nur ein halber Tag, den wir da hatten, noch nicht mal ein halber Tag, diese Inspiration, die dort gegeben wurde, hat es dann halt möglich gemacht, dass in einem Krankenhaus 400 Betten 200 Patienten davon dann diesen Sous Vide gegarten Lachs bekommen haben. Und du erinnerst dich sicherlich, wir haben immer über Geschmack gesprochen. Also Technik war ja immer zweitrangig, natürlich haben wir über Sous Vide gesprochen. Und das ist ja das, was wir in der Ausbildung auch lernen. In der Ausbildung lernen wir ja gerade immer wieder nur Technik. Also wir lernen Würfel zu schneiden, wir lernen auch Streifen zu schneiden oder Julienne zu schneiden. Mhm. Was wir aber elementar nicht lernen, ist Schmecken. Mhm. Also, und das ist ja das, was wir erst hinterher auch lernen. Also zum einen durch Erfahrung und natürlich durch viel Ausprobieren auch. Und das ist immer so die Geschichte, die ich natürlich am liebsten dann auch immer wieder heute vortrage. Wie entwickelt sich Geschmack? Ne? Und Geschmack, wie gesagt, also keine Küche auf dieser Erde gewinnt ohne Geschmack. Ja, das ist immer so. Da hilft die beste Technik nichts. Nee. Und früher haben sie bei uns immer gesagt, ja, der hat keinen Geschmack. Oder Geschmack kannst du nicht lernen, Geschmack hat man oder hat man nicht. Und ich glaube doch schon, dass man Geschmack lernen kann. Und gerade alles, so diesen Eigengeschmack, der so wichtig ist und der so oft irgendwo übertüncht wird von anderen Dingen. Aber auch Sommeliers lernen das auch. Also das ist nicht jedem in die Waage oder in die Wiege gelegt worden. Hm. Also die lernen ja auch zu differenzieren, auch einen Wein zu beschreiben. Hm. Ich denke, Köche können das auch. Glaube ich auch. Also weil man muss sich ja immer wieder nur dann vor Augen halten, was du ja auch, wenn du mal etwas gegessen hast, das behältst du. Mhm. Auch wenn du einen Wein getrunken hast, das behältst du. Du weißt ganz genau, wo der Wein auch hergekommen ist, welche Lage, welche Rebsorte das auch gewesen ist, welches Glas vielleicht du auch dabei nochmal beansprucht hast. Beim Essen funktioniert das genauso. Ja. Also jeder hat so ein Lieblingsgericht, das ist abgespeichert. Ja. Und ich glaube auch, dass man, wenn man mehr über unser Geschmacksbild einfach dann nochmal erfahren kann, umso besser ist es für unsere Ausbildung. Weil wenn du als Koch irgendwo hingehst und musst einem Kunden und einem Gast dein Essen verkaufen, wie beschreibst du es?
ein Sommelier macht, okay, das ist der Riesling aus dem Rheingau, lalalala, ne, der kann das. Aber du sagst ja, okay, das ist Fleisch mit Gemüse und Kartoffeln. Ja. Ne, also weißt du, was ich meine? Also bei mir in der Ausbildung oder nach meiner Ausbildung hätte ich höchstwahrscheinlich auch niemals eine Sauce Hollandaise oder eine Vanillesoße beschreiben können, wie sie schmeckt. Ne, ich kann natürlich herstellen, den Herstellungsprozess konnte ich beschreiben, aber ich konnte sicherlich nie beschreiben, wie sie schmeckt. Ja. Ne? Also das ist, und das ist, ich glaube, das müssen wir einfach dann nochmal einfach so anfangen zu lernen, finde ich. Ja, man verkauft dann ja auch, genauso wie der Sommelier das macht, man verkauft dann ja eigentlich auch eine Emotion, die der Gast dann noch nicht gehabt hatte, weil wenn ich dann irgendwie sowas, etwas esse, wo ich mir denke, wow, das ist Hammer, das ist fantastisch, das habe ich so noch nicht gegessen, dann verbinde ich das ja auch gleichzeitig mit einer Emotion und das bleibt in meinem Kopf gespeichert. Die Menschen erinnern sich immer nur die Emotionen, die Situationen, in denen sie diese Emotion verspürt haben und das muss man vorher versuchen zu verkaufen, diese Emotion. Also nicht umsonst gehen ja jetzt viele Köche dann auch direkt zu den Gästen und servieren das Essen auch. Also es ist ja auch eher aus einer Not heraus geboren. Es gibt ja da diesen beflügelten Begriff des Noma-Services. Also das Noma hat das eigentlich auch so exzessiv bislang auch gemacht, dass dann die Köche rausgegangen sind zu den Gästen, weil die hatten keine Servicekräfte. Ne? Also auf einmal waren Servicekräfte mal nicht da, ganz am Anfang vom Noma. Und dann sind die Leute rausgegangen und haben das Essen dann auch serviert und auch vorgestellt. Und das, was du sagst, also das ist ja die Passion, die Leidenschaft, die merkt man ja auch sofort, also 1:1. Ja. Ne? Also da ist keiner mehr dazwischen, der das nochmal übersetzen muss. Ganz genau. Und das ist das, was man da natürlich auch nochmal deutlich besser dann nochmal so wahrnehmen kann. Auch. Und weißt du, so als Gastronom oder als Gastgeber willst du ja immer wieder alle Sinne berühren. Und das kriegt man damit nochmal deutlich besser hin, finde ich. Da habe ich vorher, muss ich ganz ehrlich sagen, vorher noch nie so drüber nachgedacht. Ich habe zwar gewusst, wenn jetzt der Koch, Küchenchef, derjenige, der das kocht, der dafür brennt, der macht das ja gerne, dann zum Gast geht und das dort verkauft, da dachte ich mir, das kann man sehr gut beschreiben dann, was man dort kochen wird. Aber dass dann da auch dieser Impuls oder diese Emotion, dass er wirklich dafür brennt, für das, was er tut, dass das dann auch gleichzeitig mit rüberkommt und dann diese Brücke, dieser Zwischenhändler, hört sich jetzt blöd an, ich hoffe, dass Zwischenhändler, ja Markus, okay, das schneiden wir nicht raus, ich hoffe, ihr könnt mir das verzeihen, aber ich meine, dass dann halt keine Emotionen verloren gehen auf dem Weg vom Koch zum Gast. Genau. Okay, gerettet, alles klar. Ja. Aber bevor wir jetzt diese Richtung einschlagen, würde ich dich einmal bitten, einmal kurz zu erzählen, wie bist du zum Impulsgeber geworden? Wie ist so dein bisheriger Lebensweg verlaufen, so für die Hörer, die dich noch nicht so gut kennen? Ah, ja, stimmt. Das haben wir noch gar nicht erzählt. Stimmt. Ja. Also viele fragen mich immer, ob ich überhaupt gelernter Koch bin. Mhm. Weil, wie du beschrieben hast, so Magier, muss man das lernen oder nicht? Also ich bin gelernter Koch, ausgebildet. Ja. Ich habe eine sehr traditionelle Ausbildung in Dortmund auch gemacht. Ja. Dann habe ich in einem Zwei-Sterne-Haus gearbeitet, im Gala damals. Das war nicht eine lange Station, das war eine sehr, sehr kurze Episode in meinem Leben. Und dann bin ich in die Residenz nach Essen auch gegangen. Bei Berthold Bühler habe ich dann 6 Jahre gearbeitet. Und da habe ich mich mit 27 auch schon selbstständig gemacht. Da haben wir ein Catering-Unternehmen gegründet. Und das habe ich bis 2004 dann einfach auch betrieben. Mit einer Geschäftspartnerin auch zusammen. Und warst du denn damals schon, hast du damals schon so viele Sachen ausprobiert, also 2004, dass du dann solche Wege gegangen bist, wo ich dann sagte, das hast du ja noch nie im Leben gehört? Deutlich eher schon. Also ich wollte schon immer Koch werden, das ist dann die andere Geschichte. Also ich habe dann schon angefangen, als die Kastanien reif waren, versucht Kastanien zu kochen einfach. Also da kann ich mich auch noch dran erinnern. Da war ich 10, 12, da habe ich für meine Fußballkumpels immer Apfelpfannkuchen zum Leidwesen meiner Mutter gemacht. Also ich denke, jeder kennt das auch. Und ich habe dann auch immer wieder versucht, auch in den Ferien so Jobs in der Gastronomie zu kriegen, in den Küchen auch. Also ich habe echt für diesen Beruf von Anfang an auch gebrannt, weil mich das total fasziniert hat, auch mit Lebensmitteln auch kreativ auch umzugehen. Und das finde ich nach wie vor auch gut. Ich habe das bis heute nicht verloren. Ich bin, glaube ich, extrem neugierig und alles das, was mit Essen zu tun hat, sauge ich einfach auf wie ein Schwamm. Das ist bis heute ungebrochen. Und im Gegensatz zu vielen anderen Köchen
glaube ich, habe ich 5 berufliche Stationen irgendwie auch durchlebt und nicht wirklich viel auch. Und wie gesagt, wenn man die Ausbildung mit dazu macht, ich bin 82, bin ich 1982, ja, muss man ja sagen. Dann habe ich mit der Ausbildung auch begonnen. Sind ja schon ein paar Tage her letztendlich. Mhm. Und wie gesagt, ich habe da immer noch Spaß dran. Auch wie früher entdecke ich bis heute immer wieder noch Dinge, die ich noch nicht weiß. Ne? Mhm. Wie ich glaube, das ist ganz interessant, wenn man dann in den Jahren, wenn sich die Technologie weiterentwickelt in den Jahren und man dann merkt, man kann diese Ideen, die man hat, mit der neuen Technologie dann vielleicht ganz anders umsetzen. Ich glaube, das ist ganz interessant. Ja. Das kann ich mir interessant vorstellen. Das, was ganz witzig war, ich habe 2004 habe ich einen Artikel im Stern gelesen, da ging es um Kochen mit Lachs und Lakritz, also wo Köche mit Wissenschaftlern zusammenarbeiten. Da habe ich bei Koflan gearbeitet, Koflan Company in Frankfurt. Und da bin ich da auf die Zusammenarbeit mit den Wissenschaftlern einfach auch aufmerksam geworden. Mhm. Und das hat mich einfach dann nochmal inspiriert, da einfach nochmal weiter, auch diesen Weg dann einfach nochmal weiter zu gehen. Ein paar Jahre eher, ich glaube, das war 99 oder 2000, habe ich Ferdinand Adrian mal kennengelernt. Ja. Und seine Art und Weise der Philosophie seiner Küche einfach da schon mal so mitzubekommen auch. Und das war für uns ja natürlich einfach mal so weit weg wie irgendwas dann auch. Und das war ja sehr, sehr avantgarde, sage ich es mal so auch. Entschuldigung, das war sehr avantgarde, was wir da früher auch immer wieder auch gesehen haben. Und ja, da habe ich einfach Spaß dran gehabt auch. Also das einfach nochmal so für mich zu entdecken. Das, was für mich einfach auch total neu gewesen ist, ist dieser offene Austausch unter Köchen. Also es gab auf einmal keine Geheimnisse mehr. Mhm. Weil dadurch ist einfach die spanische Küche auch so bekannt und berühmt und auch sehr erfolgreich geworden, weil sie natürlich auch überhaupt keine Geheimnisse mehr hatten. Mhm. Die haben ihr Wissen geteilt. Und ja, da hat es mich einfach nochmal gepackt und seit 2007 machen wir das, was ich heute oder was wir heute auch machen. Das ist Training und Beratung von Köchen. Wir unterrichten Köche von Hotelgruppen. Wir unterstützen Hotelgruppen, wir unterstützen Catering-Unternehmen. Wir arbeiten für die Industrie, wir machen Caterings. Mhm. Also unser Alltag ist sehr bunt. Aber auch sehr vielschichtig und es bleibt einfach für mich total spannend. Ja. Wie oft bist du, wenn du jetzt von Montag bis Freitag überlegst oder von Montag bis Sonntag, wie viele Tage bist du von denen unterwegs? Boah. Also das ist manchmal schwierig zu sagen. Also manchmal bin ich so 10 Tage am Stück unterwegs. Ja. Also ich will mal sagen, so ein halber Tag in der Woche bin ich im Büro. Okay. Also sonst bin ich dann immer wieder nicht nur unterwegs, sondern auch in den Küchen auch dann nochmal zu Hause. Heute habe ich einen ganzen Bürotag dann einfach nochmal, aber die sind eher rar. Und meine Bürotage fangen dann meistens nach Feierabend an. Okay, aber eigentlich ist das ja mega abwechslungsreich, wenn man immer unterwegs ist, neue Sachen sieht und neue Dinge ausprobieren kann. Ich glaube, wenn man nur, ich sehe das so bei uns, Als Köche ist es, glaube ich, ganz schlimm, zu viel oder 5 Tage am Stück im Büro zu sitzen und am Computer zu verbringen. Also ich finde, es hat was Positives und was Negatives. Ja. Ich sehe sehr, sehr viele schöne Dinge. Ich sehe aber auch einiges Dinge, die nicht so schön sind. Ne? Okay. Aber das hält einen wach. Hm. Ne? Also dann denkst du einfach über viele Dinge drüber nach, die dir vielleicht, wenn du immer wieder in deiner Küche stehst oder in deinem Büro bist, die dir gar nicht auffallen. Ja. Also so, man spricht ja da immer wieder von Betriebsblindheit. Und wenn ich mir heute meine Arbeit angucke, man könnte das so beschreiben, dass man, oder meine Tätigkeit, dass ich mir die Gastronomie aus der Vogelperspektive angucke. Ja. Also dass ich mir immer oben drüber bin und einfach da sehe, wo sich so Dinge auch hin entwickeln, die ich dann, ich sag mal, aufnehmen kann, die ich vielleicht schon mal irgendwo schon mal gesehen habe, die ich nochmal vertiefen möchte. Und die gebe ich dann einfach gerne dann einfach wieder an die Gastronomie auch zurück. Ja. Ja, so hast du dann viel besser die Möglichkeit, wenn du diese Sichtweise behältst, dann hast du ja viel besser die Möglichkeit, darauf einzugehen und vielleicht Lösungen zu präsentieren oder Lösungen anzustoßen. Und das ist aber jetzt eine perfekte Überleitung. Wie bist du denn dann zum Impulsgeber geworden? Das ist ja jetzt, glaube ich, 5 Jahre am Stück.
vier oder fünf Jahre? Viermal in Folge bin ich Impulsgeber geworden. Ja. Das ist ein Preis von der Chefsache. Mhm. Ist ein Branchen-Oscar oder ein Branchenpreis, wo nur Köche oder Leute aus der Gastronomie abstimmen dürfen, wer Impulsgeber wird, wer Nationalheld wird. Also gibt es unterschiedliche Kategorien. Ja. Und das, was mich natürlich freut, ist, dass meine Arbeit einfach draußen in der Gastronomie aber auch so wahrgenommen wird. Mhm. Das heißt also, dass man da im Grunde genommen das auch sieht, was wir auch einfach zurückgeben, was ich dann in den letzten Jahren einfach auch ja, selber erfahren habe und auch bekommen habe. Ja, das heißt, du hast die Kollegen alle im Rücken, also die supporten dich. Nicht und alle, aber ein Großteil. Ja, aber ein Großteil. Anscheinend, wenn du 4 Jahre am Stück Impulsgeber geworden bist, ist das dann einmal so entstanden, also vor 4 Jahren, dass du dann auf einmal, da haben die dich angerufen und gesagt, ja, Herr Antoniewicz, kommen Sie mal vorbei, wir haben da was, oder? So in der Art. Ja? Ja, also du weißt vorher nichts, das ist wie ein Oscar. Okay. Verleihung. Also ich weiß nicht, ob das beim Oscar immer so ist, aber ich wusste von den Dingen auch nichts. Wir waren immer schon unterschiedlich engagiert auf der Chefsache in Köln und jetzt in Düsseldorf auch. Und irgendwann hieß es, ja, du bist nominiert. Ja, okay, bin ich nominiert. Also cool. Ja, und im ersten Jahr, also hat es dann, ich will nicht sagen nur für den dritten Platz gereicht auch, aber das war schon, also das ist das 5. Jahr dann auch gewesen, aber 4-mal in Folge. Fand ich schon sehr erstaunlich und es freut mich natürlich auch. Ja. Also natürlich. Und macht mich auch ein bisschen stolz. Also nicht nur mich, sondern was dem einen oder anderen auch immer wieder auffällt, wenn wir so auch Seminare geben. Ich erzähle immer viel in der Wir-Form. Und du hast ja auch gerade unser Büro hier kennengelernt, du hast meine Mitstreiter hier kennengelernt. Mhm. Und ohne die einfach hier im Büro auch sitzen, die mich auch organisieren, könnte ich das Ganze ja gar nicht tun, was ich da auch mache. Ja. Deswegen einfach wir immer wieder und ich sehe das auch einfach immer wieder so, dass alle Leistungen bei uns auf gleichen Schultern auch verteilt sind. Genau, das ist, was viele leider nicht so sehen, weil wenn man jetzt mal in die Küche geht, wenn ich dort niemanden habe, der für mich in der Spülküche arbeitet, die Sachen sauber macht und später sauber wieder aus der Spülmaschine rausläuft, dann ist dieses Zahnrädchen nicht in Ordnung und dann greift dieses Zahnrädchen, diese vielen Zahnrädchen, die in der Küche sich drehen, dann greifen die nicht mehr ineinander. Und deswegen ist jemand, der dort arbeitet, genauso wichtig, dass dieses ganze Konstrukt funktioniert. Genau. Ja. Also bin ich da völlig bei dir. Also so, ich glaube, jeder, der so mal mehr als 10 Töpfe abgespült hat, der weiß, was das wirklich für ein komischer Job ist, wenn man da dann eigentlich noch schlecht belüftet, ohne Licht irgendwo dann auch nochmal steht. Also häufig ist es ja so. Also das muss man nicht, genau, man muss das nicht dramatisieren auch, aber es gibt deutlich schönere Arbeitsplätze als den. Hm. Das ist wohl richtig, ja. Ja, eigentlich hatte ich mir die Frage aufgeschrieben, 4-mal Impulsgeber in Folge, ob du dir dann fürs nächste Jahr, ob du dir dann was Neues einfallen lässt, aber dann hast du das ja gar nicht in der Hand. Also man hat es nicht in der Hand, aber ich bin da hin und her gerissen. Also weil, was mache ich bei der nächsten Nominierung, wenn es dann wirklich auch so ist? Also ich bin da hin und her gerissen, ob ich das überhaupt nochmal mache. Man kann ja auch sagen, wählt mich nicht. Ach so, das geht? Ja. Natürlich. Also du kannst ja immer sagen, nicht hinterher, ich nehme den Preis nicht an, aber stimmt für mich nicht ab. Das wäre eine Möglichkeit. Ja. Da bin ich so hin und her gerissen, weil ich glaube, es gibt nichts Schlimmeres als den Stillstand irgendwo immer wieder. Und wenn ich jetzt vielleicht auch beim 4. oder 5. Mal das dann vielleicht werden würde, wer weiß, dass dann nochmal werde, weißt du, dann wird es ja auch langweilig, wird ja auch banal. Also es gibt sehr gute Leute, die auch sich mit kulinarischen Themen auseinandersetzen, die es vielleicht jetzt gar nicht in die erste Reihe auch geschafft haben oder vielleicht nicht zu den Nominierten gezählt haben. Und ich habe immer wieder auch, finde es immer wichtig, irgendwann muss man das erkennen, dass man einfach einen Schritt zurück machen muss. Also das finde ich einfach wichtig. Also ich will nicht sagen, den Jüngeren den Vortritt lassen, ist eine blöde Formulierung, aber ich glaube, ich habe viele Dinge erreicht. Ich habe sicherlich noch meine Ziele, die ich einfach nochmal verfolgen möchte, letztendlich auch. Es freut mich natürlich extrem über diese Auszeichnung, aber wie gesagt, wenn ich das 5. Mal wird, dann, ich weiß nicht, ob es dann nicht an Strahlkraft dann auch verliert. Weißt du, was ich meine? Also so... Ja. Du kannst natürlich auch 15 Mal einen Oscar gewinnen, aber
dann sagt jeder, ja, okay, dann ist der wieder Impulsgeber. Also ich glaube, das, was du jetzt meinst, das ist übrigens mega, mega selbstlos jetzt auch, wenn du sowas jetzt sagst, weil dann sagst du ja, mir ist es wichtig, dass in der Branche ein Impuls gegeben wird und jetzt bin ich jetzt 4-mal in Folge Impulsgeber geworden, aber wenn jetzt jemand anderes an die Reihe kommen würde, der vielleicht andere Impulse gibt, andere Art und Weisen, wie ich es jetzt mache, dann können die, nehmen wir mal die Guerilla-Chefs, wenn wir dann eine Veranstaltung in Göttingen haben, können dann sagen, ja, jetzt habe ich den einen Part von dem Heiko, das nehme ich jetzt mit und dann ist jetzt der Neue, der da ist, der gibt mir ganz andere Impulse, das kann ich auch mitnehmen. Genau. Und dann kommt dann ja vielleicht noch, wenn man das kombiniert, was viel Besseres bei raus. Genau. Also es geht ja auch immer wieder um Weiterentwicklung. Also ich glaube, in 5 Jahren oder in 10 Jahren oder auch vielleicht erst in 15 Jahren wird mir nichts Neues mehr einfallen. Na, irgendwann gibt es eine Stagnation, bin ich mir ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher bei mir. nein, aber vergiss das, was ich gesagt habe. Nein, aber du weißt, was ich meine. Also, aber irgendwann glaube ich, dass es da einfach auch nochmal andere Blickwinkel auf die Dinge auch gibt. Ja. Also es gibt ja so drei, für mein Empfinden, so drei große drei große kulinarische Themen. Einmal der Escoffier, der einfach wirklich sehr viel revolutioniert hat, dann die Nouvelle Cuisine und die molekulare Küche. Mhm. Ne? Und irgendwann kommt auch etwas anderes, aber das ist eine andere Generation. Ja. Ne? Also manchmal, ich denke, in vielleicht, ich sage jetzt mal 25 Jahren, werde ich die Köche, die heute noch jung sind, vielleicht nicht mehr verstehen mit den Inhalten oder wie sie auch Soßen, Suppen und ich sag mal Gerichte auch zubereiten werden. Das kann ich nicht einschätzen auch. Und es wäre ja fatal, wenn ich immer wieder noch diesen Platz belegen würde. Ja. Oder nicht Platz machen würde, letztendlich. Finde ich eine coole Einstellung, wirklich. Also, dass man sich selber da zurücknimmt und sagt, alles klar, Leute, ran an die Front. Ja, aber es geht ja, worum geht's denn? Also, weißt du, ich bin noch der Meinung, dass wir das Berufsbild einfach auch ganz anders gestalten müssen. Da gibt es unterschiedliche Herangehensweisen, aber eigentlich, ich sag mal, muss es fast ein akademischer Grad werden, den man auch hat. Also ich will nicht Herr Dr. Koch Antoniewicz heißen, sondern es gibt immer mehrere Ziele dann einfach auch dann nochmal. Also wir müssen eigentlich für mein Empfinden mehr Universitäten haben, die sich auch mit dem Thema Ernährung und Kochen dann einfach auch mal auseinandersetzen. Ja. Da gibt es die ersten Richtlinien, aber da können wir auch in anderen Ländern einfach auch sehr, sehr viel lernen, wo es das gibt und wo dann auch sehr gezielt in der Ausbildung einfach nochmal darauf hingearbeitet wird, dass wir noch mehr bessere Leute auch bekommen. Und das Ansehen in anderen Ländern, was den Kochberuf oder den Berufsstand der Gastronomie auch betrifft, ist deutlich höher, als das in Deutschland ist. Ja, das ist, in welchen Ländern ist das so, wo es solche... Überleg mal, Frankreich, Italien, ja. Also was für Top-Chefs es da gibt, wenn du einen 2- oder 3-Sterne Koch, da siehst, der hat eigentlich immer einen imaginären roten Teppich vor sich. Also das muss man nicht immer wieder haben, aber das Ansehen ist ein ganz anderer. Also wenn man sich anguckt, wenn hier Banketts oder Staatsempfänge dann auch stattfinden, man sich solche Leute natürlich auch da holt, dann redet man am liebsten nicht drüber, weil dann geht es direkt um Geldverschwendung. In Frankreich ist es völlig normal, dass dann die Top-Chefs für ein Staatsbankett auch dann noch kochen. In Deutschland würde nie jemand das an die große Glocke hängen. Hm. Ja, und das ist so der andere Ansatz letztendlich nochmal. Und es geht auch nicht immer um Geld letztendlich auch, also es geht einfach um Ansehen, um unsere Gastronomie letztendlich. Also wir merken ja alle, dass wir deutlich weniger Leute einfach haben. Ja. Und wie möchtest du einfach die Köche motivieren oder die herangehenden Köche motivieren, nicht nur in dem Berufsbild einzutauchen oder in das Berufsbild einzutauchen, sondern auch darin zu verbleiben. Hm. Ne? Also das muss man ja auch überlegen. Und das kann man einfach nur für mein Empfinden für eine gleichmäßige, gleichwertige Ausbildung. Heute, wenn du die Ausbildung, jetzt sind wir wieder bei der Ausbildung gelandet, aber wenn du dir heute die Ausbildung anguckst, jemand aus dem Landgasthof hat eine andere Ausbildung als jemand, der in der Kantine arbeitet. Und dann jemand aus dem Sternebereich, die haben alle andere Grundlagen, die wir haben, also zu unterschiedlichen Parametern. Ich will das gar nicht werten, aber die werden immer zu einem Parameter auf der Prüfung herangezogen. Manchmal verpassen die Unternehmen, die sie ausbilden, aber auch die Details. Weil wenn jemand, ich sag mal,
Fischfilets geliefert bekommt, der muss irgendwann auf der Prüfung, muss er vielleicht einen ganzen Fisch filetieren. Hm. Das hat er in seiner Ausbildung noch nie gemacht. Dann sagt der Betrieb, ja, das lernt er in der Schule. In der Schule haben die kein Budget dafür. Weißt du, dann, ne, das dreht sich einfach auch. Das ist so eine Endlosschleife. Ja. Aber wie gesagt, da kann man stundenlang drüber reden. Ja, ich glaube auch. Also, aber ich denke, da sind wir uns drüber einig und das sehen, glaube ich, ganz, ganz viele, viele Köche, ganz viele Gastronomen in Deutschland so, dass man diesen Beruf einfach etwas neu erfinden muss, ein bisschen peppiger gestalten sollte, ein bisschen abklopfen und dass dann die jungen Leute, viele, viele Köche, die bei uns arbeiten, die arbeiten ja nicht, die arbeiten trotz dieser Bedingungen in dieser Branche, weil sie das lieben, was sie tun. Klar. Und das ist halt das Gefährliche, wenn diese Menschen dann auch einmal sagen, dieser Schmerz, der ist einfach zu groß, ich kann es einfach nicht mehr, ob es jetzt am Geld liegt, an den Rahmenbedingungen oder sonst was, ich kann es einfach nicht mehr. Und die Leute, die ihre Sache lieben, dann aus der Branche verschwinden, genau. Das ist schade. Ja. Und ja, deswegen müssen wir Gas geben. Und das ist schon wieder eine perfekte Überleitung zu der Frage, was denkst du denn, das größte Problem in unserer Branche? Ist es das Problem, das größte Problem, was wir in unserer Branche haben? Dass Menschen abwandern, dass Menschen gehen, oder was denkst du? Du hast es ja gerade schon gesagt, die Rahmenbedingungen stimmen manchmal nicht. Also ich sag mal, ein Restaurant, was mittags und abends auf hat, müsste eigentlich ein Zwei-Schicht-Betrieb auch sein. Mhm. Und das gibt es nicht. Also weil, ich sag mal, ein geteilter Tag ist immer wieder blöd. Ich sag mal, für Familien, Familienangehörige, viele machen das ja aus persönlichen Gründen, dass sie dann aus der Gastronomie einfach auch verschwinden wieder. Mhm. Ne? Also wenn du von 10 bis 3 arbeitest und dann hast du 3 Stunden Zeit und dann von 6 bis 10, ja, was machst du mit dem restlichen Tag? Also gar nichts. Nee. Also das ist eigentlich eher untypisch dann einfach auch für ein geregeltes Familienleben auch. Und ich denke, das muss man machen. Wir müssen einfach auch selbstbewusster werden, um dann auch mehr Geld für unser Essen auch zu bekommen. Ganz genau. Das ist einfach immer wieder so der Punkt. Das haben wir alle mal verbockt irgendwann. Also alle unterschiedliche Sachen. Das Schönste ist diese Gutscheinhefte, die du überall bekommst. Du hast ein Gutscheinheft, ne, gehst zu zweit dahin, bezahlst nur ein Essen. Das kann nicht funktionieren. Mhm. Auch. Also das geht auch gar nicht. Also und wir müssen uns einfach auch trauen, wirklich für unser Essen einfach auch richtig Geld zu verlangen. Ja. Das ist leider so. Wir sind immer noch, gemessen an anderen Ländern, immer noch billig oder preiswert. Mhm. Und deswegen können wir uns auch keine 2 Schichten oder keine besseren Löhne und Gehälter bei den Leuten, also bei allen, die in der Gastronomie auch arbeiten, dann auch nochmal erlauben. Auch. Also, und wenn man sich auch ein gutes Beispiel Frankreich anguckt, die sind alle wirtschaftlich. Die haben manchmal noch 15, 20 Leute in den Küchenbrigaden. Mhm. Die findest du hier selten, ne? Weil sie sich das nicht mehr erlauben können. Ja. Ne? Ich glaube, das ist wirklich ein ganz, ganz wichtiger Step, wo wir Jahre verschlafen haben, weil Preiserhöhungen oder dass man jetzt für seinen Schnitzel nicht mehr 12,50 Euro nimmt, sondern vielleicht 18,50 Euro oder 19,50 Euro, das ist ein Prozess, der muss über die Jahre über verändert werden und der muss dann auch in der Allgemeinheit verändert werden, weil die Menschen sonst diese Preiserhöhung nicht akzeptieren. Und ich finde, da muss man als Gastronom, egal was man in der Gastronomie tut, ob man im Service arbeitet, in der Küche arbeitet, selbstständig ist, da muss man einfach Botschafter sein und sagen, Leute, wir können einfach keinen Schnitzel für 12,50 Euro anbieten, wir können es nicht produzieren, wir können es nicht einkaufen, wir wollen Regionalität, wir wollen vernünftige Lebensmittel, die dann halt auch regional sind, meinetwegen, und vernünftig produziert sind, und das muss ja auch irgendjemand kochen und das funktioniert alles so nicht, und da sehe ich uns so ein bisschen in der Pflicht, dass wir kommunizieren, dass wir halt Botschafter sind für höhere Preise, damit wir dann irgendwann die nötigen finanziellen Mittel haben, um Rahmenbedingungen zu schaffen. Ja. Erstens diese Rahmenbedingungen und zweitens dann geht es ja auch darum, dass wir wirtschaftlich damit arbeiten, dass wir dann dieses Geld vernünftig und gewissenhaft einsetzen, nicht nur für die Rahmenbedingungen, für Gehälter, das gehört ja alles dazu, aber dass wir am Ende des Monats auch wirtschaftlich bleiben und nicht irgendwann sagen müssen, wir müssen schließen, weil wir mit unserem Geld nicht wirtschaften können. Dafür müssen wir uns weiterbilden, damit wir alle Facetten der Gastronomie auch bedienen können. Ja.
Also wir haben ja einfach auch unterschiedliche Ansätze letztendlich auch. Also alles das, was wir natürlich jetzt auch sehen, also die Systemgastronomen, also die sind ja auch auf dem Vormarsch, weil sie das natürlich auch machen. Ja. Also die machen einfach Strukturen, schaffen Strukturen, auch in manchen Betrieben hast du das ja gar nicht. Mhm. Und wenn ich das von vornherein dann auch mit auf den Weg bekomme, dann sieht das ja auch ganz anders aus. Also auf der einen Seite rechnerisch, also dass ich kalkulieren kann, aber auf der anderen Seite, wie schaffe ich es, ich sag mal, meinen Arbeitsalltag einfach zu optimieren und zu gestalten letztendlich auch. Und nicht morgens erstmal in die Küche kommen, erstmal den Herd anmache. Ne, und mal gucke, was passiert. Weißt du, was ich meine? Also, dass man da schon mit Sinn und Verstand dann einfach auch rangeht. Und das kann man dann einfach auch, denke ich, nochmal optimieren. Oder dass man da einfach auch ich sag mal, so Abläufe, Strukturen einfach innerhalb der Küche dann einfach nochmal ändert. Und jeder muss sich da selber auch hinterfragen, ob das, was er da tut, einfach so optimal dann einfach nochmal ist oder optimiert dann auch nochmal ist. Ja, ist ja ein Unterschied, wenn ich monatlich 2.500 für Strom bezahle oder vielleicht nur noch 1.000, weil ich mir einmal Gedanken gemacht habe und mich hinterfragt habe. Das, was ich schon seit 10 Jahren so mache, weil vor 10 Jahren war es noch wurscht, da habe ich, oder vor 20 Jahren, da hat es weniger gekostet oder weiß ich nicht. Also das ist schon ein mega, mega Unterschied. Ja. Wie siehst du denn diesen Part Digitalisierung? Ist ja jetzt ganz groß, ein ganzes großes Wort, was jetzt kommt, was schon da ist. Und siehst du das als Unterstützung oder siehst du das als Hindernis für uns in der Gastronomie? Also ich finde, es ist einfach notwendig. Also auch das haben uns ja, ich sag mal, der ein oder andere Burgerladen hat uns das ja vorgemacht. Auch. Mhm. Also wenn du da eine Bestellung abgibst, das hast du ja hinten in der Küche dann auch gesehen. Mhm. Also für mich war das vor vielen Jahren aber auch schon immer wieder genau der Ansatzpunkt, das auch in die Küchen zu machen. Also dass nicht vorne der Chef am Pass steht und dann die Bestellung in die Küche ruft, sondern dass es einfach reingeht, dass jeder Posten einfach seine Bestellung einfach hochgepoppt bekommt. Ja. Und wenn ich einfach Fragen habe zu der Bestellung, dann kann ich da drauf drücken und kann einfach mal vielleicht die Rezeptur abrufen. Ich kann das Bild, wie ich es anrichten kann, dann nochmal abrufen. Also es gibt so viele Parameter, die im Grunde genommen da nochmal wichtig sind. Ja. Und ich finde das einfach super. Also auch, ich sag mal, digitalisiert, ich sag mal auch Kühlausüberwachung, Kühlschränke überwachen, auch finde ich super. Ja. Also man muss natürlich auch ein Faible dafür haben auch. Also das beste Beispiel ist ja, von Konvektomaten wird ja immer wieder nur ein Bruchteil dann auch genutzt. Wir nutzen 5% von dem, was er eigentlich kann. Das ist so, als wenn du mit deinem Mobile nur telefonieren würdest. Ja, ja. Ne? Also das ist ja, weißt du, aber das ist, also das muss ja auch, also auch da wieder Part der Ausbildung, es hat sich alles verändert. Ja. Ne? Also früher hast du noch den Ofen angeschürt und heute brauchst du es nicht mehr. Ne? Da geht's dann wieder um das Thema Offensein für solche Dinge, weil die können uns wirklich dann nicht nur den Arbeitsalltag erleichtern, glaube ich. Ich meine, jeder muss für sich überlegen, welches Werkzeug für ihn gut ist, ob es jetzt das automatisierte Kühlhaus ist, ein automatisiertes HACCP-System gesamtes oder halt die Bestellungsaufnahme per Tablet oder so. Da muss jeder überlegen, was für ihn gut ist. Aber im Endeffekt geht es darum, wirklich jedem, den nicht nur sich selber, wenn man selbstständig ist, sondern auch seinen Mitarbeitern vernünftiges Arbeitsgerät zur Verfügung zu stellen und Zeit zu sparen. Und dann im Endeffekt hinten steht dann wirtschaftlicher werden. Und dann kann ich meine Verantwortung erfüllen und meine Mitarbeiter beschäftigen, einen sicheren Arbeitsplatz anbieten. Und das ist gehört zu diesen Zähnrädchen wieder. Genau, ja. Eben. So bin ich völlig bei dir auch. Also das kann man genauso sehen auch. Was denkst du denn, wenn man jetzt so 10 Jahre weiter schaut in die Glaskugel? Wir sind ja heute hier sehr magisch unterwegs, dann gucken wir jetzt mal in die Glaskugel. Genau. Wie sieht's in 10 Jahren aus bei uns in der Branche? Was denkst du? Also, wenn man sich das Podcast jetzt auch so anhört, dann sieht es so, oder hört sich das so als dunkelschwarz auf. Nein, also ich denke, das wird sich verändern. Also ich sehe das auch durchaus positiv. Also ich glaube, also nicht nur in 10, in 20 Jahren, 15 Jahren, 20 Jahren gibt es das Berufsbild Koch nicht mehr. Mhm. Also so wie es heute dann einfach nochmal existiert, gibt es nicht mehr. Da hilft auch keine Schönfärberei dann auch von den Dingen. Es wird sich verändert haben, weil wir werden keine Leute mehr haben. Wir werden ganz natürlich über Convenience-Produkte einfach auch reden, die auch einsetzen. Das ist überhaupt kein Problem. Ich bin mir auch sicher, dass wir deutlich mehr über Regionalität einfach nochmal lernen werden. Wir werden keine eingefahrenen Speisekarten mehr haben, glaube ich. Also irgendwann, weil
Verfügbarkeit ist einfach ein Riesenthema. Mhm. Weil wir können irgendwann auch die Dinge nicht mehr von A nach B transportieren, mhm. weil es einfach zu teuer sein wird. Also das ist vielleicht so in 25 Jahren etwas. Ja. Also Lastwagen oder sowas, ne, die sind irgendwann mal voll, die Straßen sind voll und irgendwann ist Benzin einfach auch endlich. Ja. Ich glaube, dass es da ein Umdenkprozess einfach nochmal stattfindet. Also das heißt also zu Lokalität, zu Regionalität letztendlich auch, und eigentlich ist Bio überhaupt nicht wichtig. Es ist der Erzeuger, wo ich eigentlich Geschichte darüber erzählen kann. Also der die beste Kartoffel macht, der das beste Hühnchen, die besten Eier, der das beste Gemüse macht. Auch im Grunde genommen, das ist einfach wichtig, was dann auch mein Kosmos der Gastronomie einfach dann nochmal bereichert letztendlich. Das, was ich wichtig finde, es gibt ja auch viele Restaurants, die einfach sagen, mein Restaurant hat einen Standort und ich male ein Zirkel von, ich weiß nicht, 50, 100, 200 Kilometer um mein Restaurant und alles das, was nur da angebaut wird, verarbeite ich oder was gezüchtet wird. Ne? Und dann gucke ich mir immer noch die Leute an, die es auch tun. Und das schränkt auf erste Sicht sicherlich erstmal ein, aber dann muss ich mich ja damit beschäftigen, was ich tue. Mhm. Und eigentlich beschäftigt sich ja dann damit, was ich essen kann. Und nicht damit, was ich nicht essen kann. Das ist ein Riesenunterschied, finde ich. Also es gibt einen anderen Blick auf die Dinge. Weil wenn du auf einmal denkst, das könnte ich ja essen, ich guck mal, was damit geht. Und wenn du es kategorisch direkt am Anfang ausschließt, entwickelst du dich nicht weiter und es bringt uns auch nicht weiter. Mhm. Viele Dinge, die ich früher niemals gegessen hätte, esse ich heute. Also beispielsweise Sonnenblumen. Mhm. Ne, oben die ganze Blüte, das kann man essen. Das ist überhaupt kein Problem. Das schmeckt wie Artischocke. Sieht aus wie Artischocke, schmeckt wie Artischocke. Ja. Was ganz witzig ist, die Wurzeln haben wir schon immer gegessen. Topinambur heißt es. Also, okay. Also Topinambur ist ein Sonnenblumengewächs. Also, ohne darüber nachzudenken. Ne, da fehlt uns auch, da fehlt mir auch in der Ausbildung einfach genau dieser Hinweis gefehlt. Mhm. Ne, also diese Brücke zu dem botanischen Wissen so ein Stück weit. Und ich denke, wenn wir das einfach auch lernen, und dann wissen wir auf einmal, was wir einfach um uns herum einfach nochmal essen können. Ja, jetzt verstehe ich auch zu 100%, was mit Impulsgeber gemeint ist. Das ist so ziemlich der interessanteste Ansatz, wie es bei uns in 10, 15, 20 Jahren aussieht, den ich in den letzten Monaten gehört habe. Also da gibst du mir ganz viele Impulse mit auf den Weg, weil ich mich auch sehr viel damit beschäftige, mit dem demografischen Wandel, was passiert. Wir werden in Deutschland werden wir immer weniger Altersdöner, sagt man ja auch, und Fachkräftemangel. Bald können wir auch aus Europa keine Fachkräfte mehr zu uns ziehen, weil es dort genauso aussehen wird. Aber Weltbevölkerung wird immer mehr und das verlagert sich ja alles. Und jetzt deine Ansätze noch dazu. Mir hast du heute auf jeden Fall einen Impuls gegeben. Vielen Dank. Da beschäftige ich mich bestimmt noch ein bisschen mit. Was würdest du denn tun, wenn du jetzt etwas tun könntest für unsere Branche, um etwas zu verändern? Was wäre Prio AAA, was du machen würdest? Boah. Das ist eine schwere Frage, glaube ich auch. Also so, ich bin sehr kopflastig. Nein, also das ist eine schwere Frage, ist aber auch eine schwierige Antwort. Ich glaube, das kann man einfach so einfach gar nicht beantworten. Also Prio A ist sicherlich, ich sag mal, das Erscheinungsbild einfach auch ändern, und eigentlich das Wichtigste ist, dass wir nicht mehr aufeinander zeigen. Das heißt also, dass dann alle öffentlichen Einrichtungen mittlerweile nicht mehr aufeinander zeigen, sondern du fängst an, mhm. Dann einfach, dass man aufhört, auf die anderen zu zeigen, sondern einfach da auch beginnt, weil wir müssen damit auch anfangen, und wenn wir die Ausbildung oder wenn wir viele Dinge einfach in der Gastronomie nicht verändern, dann sehen wir dann wirklich irgendwann mal diese schwarze Röhre. Du hast jetzt kürzlich, ich glaube im Oktober, hast du ein neues Buch rausgebracht, richtig? War das im Oktober? Das Buch ist sollte im Oktober rauskommen, ist wann habe ich es gekriegt? Letzte Woche Donnerstag habe ich es gekriegt. Oh. Das habe ich mit meinem Freund Luki Maurer zusammen gemacht. Ja. Wilder Wald heißt es. Und da denkt jeder an, die beiden haben ein Jagdbuch gemacht. Also wo es nur um Wildgerichte geht. Geht aber eher um vier Elemente, die es natürlich draußen zu finden gibt auf der einen Seite. Aber was ist, wenn du ein schlechter Jäger bist oder du kein Tier töten kannst? Was isst du dann? Grün.
Genau, ja. Exakt das. Und da widmet sich das dem Buch. Also damit haben wir einfach auch so die nächste Tür einfach auch aufgeschlossen, weil auch wenn du rausgehst, dann musst du nicht Tiere töten. Im Grunde genommen kannst du genauso gut Obst, Gemüse auch essen. Also da bist du genauso Jäger. Ja. Ne? Also deswegen wilder Wald und alle Elemente einfach da nochmal zusammengefasst. Ich glaube, das ist ein sehr schönes, ein sehr emotionales, ein sehr stilles Buch auch geworden. Mhm. Mit toller Fotografie, mit einer wunderschönen Grafik, finde ich, was wirklich einlädt, einfach sich mit dem Thema der Regionalität einfach nochmal mehr und noch tiefer zu befassen. Und wenn man denkt, ja, ich habe gar keinen Wald vor der Tür, es gibt sogar Waldgebiete, die bis an die Nordsee dann auch reichen. Also auch da muss man auch den Bogen einfach auch nochmal spannen. Mhm. Wir haben sogar Hummer drin. Geht. Ne? Ja. Also auch da muss man drüber nachdenken. Also und jedes Waldgebiet in jeder Region sieht natürlich auch anders aus und ja, hat andere Zutaten, andere Ingredienzien dann einfach nochmal. Mhm. Also vier Elemente, also es hört sich jetzt für mich sehr nach viel, sehr viel Inspiration an, was man Neues tun kann oder anderes tun kann, bezogen auf jetzt unsere Region, jetzt mehr so ja, Deutschland, die vier Elemente. Ist das denn jetzt schon im Handel zu kaufen? Ja, ja. Also wir haben ein paar Bücher jetzt auch gekriegt, so als Autor kriegst du ja ein paar. Die ersten haben das schon auch in den sozialen Medien einfach schon hochgeladen, dass wir schon die Exemplare auch bekommen haben, mhm, und man bekommt es. Ja. Also als Weihnachtsgeschenk noch möglich. Noch möglich, genau. Okay, wunderbar. Verflixt und zugenäht, das ist ja, wir sind jetzt gerade kurz vor Weihnachten und diese Sendung, die wird im Januar ausgestrahlt. Oh, oh. Dann ist Weihnachten vorbei. Vielleicht als fürs nächste Jahr. Fürs nächste Jahr. Okay, cool. Ich habe damals gesehen, so bin ich wieder auf dich aufmerksam geworden. Wir hatten ja 2009 unsere Sous-Vide-Love-Story sozusagen. Ja, ja, genau. Und dann bin ich wieder auf dich aufmerksam geworden. Das war durch Julia vom Gastromarktplatz. Und da ging es um Milchreis mit Gurke, fruchtige Kartoffelknödel und ein Fischdessert. Ja. Das hatte meine Aufmerksamkeit erregt, aber ich hatte das in einem Post gesehen, konnte mir da nicht so viel darunter vorstellen, wie man das vernünftig hinkriegt, lecker hinkriegt. Julia schien sehr begeistert gewesen zu sein, die hat das ja auch alles probiert. Mhm, genau, also Milchreis mit süßer Gurke finde ich grandios, wenn du diese süße Gurke auch zubereitest. Es hat geschmacklich an Melone. Mhm. Und das ist einfach gar nicht so weit dann einfach nochmal weg. Da haben wir, glaube ich, tasmanischen Pfeffer dazu gemacht, auch, also das ist ein paar Tage schon her, also das... Ich weiß, wo es steht, aber ich kann es jetzt gerade nicht abrufen im Detail auch. Also, aber das funktionierte. Das funktioniert. Das ist eine Kooperation, die ich mit DMK oder Milram auch habe, mhm, wo wir einfach auf Basis von deren Produkten auch Rezepte dann einfach nochmal entwickeln, ja, und weiterentwickeln. Ja, also das hat mich auf jeden Fall, was kann man sagen, nein, das ist das falsche Wort. Was meine Podcast-Hörer auch immer gerne mögen, wenn ich versuche, Sprichwörter zu nennen und die sind mindestens an zwei Punkten falsch, aber ich versuche es immer wieder. Also ich bin da nicht aufzuhalten, ich versuche immer wieder Sprichwörter zu bringen. Mir fällt es jetzt nicht ein, aber ich bin da aufmerksam geworden und war da sehr interessiert, wie man so ein Fischdessert lecker hinkriegt. Das ist, fand ich sehr cool. Ja, aber Julia hat sehr geschwärmt. Die war ja danach, nachdem genau, ihr das gemacht hattet, war die bei mir im Interview, hat da ein bisschen erzählt und ja, sehr coole Geschichte. Ja, ist auch eine tolle Frau, ja. Ja, dein neues Buch, auf jeden Fall im Januar auch noch im Handel erhältlich. Was kann man sonst noch von dir kriegen? Was kannst du, was bietest du sonst noch, sagen wir es mal so? Catering haben wir vorhin drüber gesprochen. Also wir haben Catering natürlich auf der einen Seite. Früher hatte ich ein großes Catering-Unternehmen. Mhm. Heute machen wir nicht mehr ganz so exzessiv die Caterings. Wir haben wir bekommen Anfragen über meistens manchmal Buchprojekte einfach auch rein. Früher gab es dann, oder ich muss anders ausholen, früher war es so, dann haben wir sowas gehabt wie eine Catering-Mappe. Ja. Dann haben wir die verschickt und dann haben unsere Kunden angerufen und haben uns engagiert. So. Heute machen wir so etwas, wir schneidern das auf die Veranstaltung auch zu. Heute haben wir keine Bankettmappe mehr, sondern wir nehmen uns im Vorfeld sehr, sehr viel
Zeit, um auf die Gäste und Kunden dann einfach nochmal einzugehen. Hm. Also eigentlich wie ein maßgeschneidertes, wie ein Maßanzug. Ja. Natürlich gibt es dann auch immer wieder ähnliche Komponenten, was das Essen betrifft, aber der Rahmen ist immer ein anderer. Hm. Das, was wir uns herausnehmen, klingt immer ein bisschen komisch, wenn wir merken, dass dann mehrere Anbieter dabei sind, ziehen wir uns zurück. Also wenn eine Agentur manchmal bei uns anfragt und die sagen, wir haben noch zwei Vergleichsangebote, dann ziehen wir uns zurück, weil ich bin der festen Überzeugung, dass eine gastronomische Leistung nicht zu deren Parametern miteinander verglichen werden kann. Mhm. Weil die fragen natürlich immer ein Drei- oder Viergangmenü an mit den gleichen Komponenten. Ja. Aber das, was wirklich für Auftraggeber, Agenturen manchmal auch nur relevant ist, ist der Strich unten drunter, nicht die Inhalte. Mhm. Also Inhalte, wenn man aufs Essen mal schaut, wie viel Gramm Fleisch bekomme ich im Hauptgang? Was ist die Soße? Wie ist die Soße hergestellt? Was gibt es für Gläser? Wie gibt es diese Parameter dazu? Also du siehst auch, also wir haben hier auch spezielle Gläser im Grunde. Also das ist, wie soll ich das einem klar machen, dass es was Besonderes ist? Also ich will nicht sagen, dass wir ganz besonders sind, aber ich glaube, dass man eine gastronomische Leistung nicht miteinander vergleichen kann. Ja. Was verglichen wird, ist das, was unterm Strich steht. Das ist der Preis. Ja. Und wer sich dem aussetzt, der macht eigentlich dann auch nicht alles richtig. Und hier hinten, siehst du auch in meinem Büro, ist ein Zitat von John Ruskin. Ja. Ist englischer Sozialreformer. Der hat bis 1904 gelebt. Du kannst dir das gleich einmal mit durchlesen, vielleicht willst du es ja auch nochmal aufnehmen. Ist ein sehr langes Zitat, ja. Und nach dem lebe ich. Okay, das machen wir gleich so im Anschluss. Dann gehe ich mit dem Mikrofon einmal rüber und dann sprechen wir das ein. Oder dann genau, können wir machen. Spricht das eine von uns beiden ein. Ja, finde ich einen sehr coolen Ansatz, weil man so wirklich diesen Fokus vom Preis weglenkt, was in Zukunft wahrscheinlich eh nicht mehr so wichtig sein wird, weil unsere Dienstleistungen werden weniger. Die Leute merken dann irgendwann, ach, warte mal, gibt ja in den sozialen Medien oder sonst irgendwo, werden dann Briefe veröffentlicht, ja, wir hätten gerne ein Dreigangmenü und das für 14,50 Euro an dem und dem Tag und ja, machen Sie mal. Also nicht können Sie das leisten, sondern also machen Sie mal. Wir kriegen auch bis heute Anfragen über ein Online-Portal dann auch und da lachen uns immer kaputt, wir sollen nach Lüdenscheid 10 halbe Brötchen liefern. Ja. Das gibt es höchstwahrscheinlich auch, aber da lache ich nicht kaputt. Also ne, also diese Anfragen generell ist dann schon schwierig. Letztendlich, weißt du, 10 halbe Brötchen, gehe ich zum Bäcker. Mhm. So, da brauche ich keinen Caterer dafür. Ja. Also das, was wir machen, ist tatsächlich auch Premium-Catering auf der einen Seite. Das ist natürlich außergewöhnlich. Also ich finde es immer wieder außergewöhnlich, weil es einfach immer wieder stimmig ist. Bei uns gibt es keine Tulpen in Wasserflaschen, die als Dekoration auf den Tischen steht. Also na jetzt mache ich das andere Gegenbeispiel auch einfach auf. Also wir denken uns wirklich bei allem etwas, was wir auch machen oder inszenieren oder auch umsetzen. Ja. Also da stimmt jede Passform, jedes Interieurteil, da stimmt einfach alles. Und wie willst du das ohne ein persönliches Gespräch, auch ohne eine anständige Präsentation dann einfach nochmal vermitteln? Das ja. geht gar nicht. Eine Bankettmappe. Dass du, ah ja, Dreigangmenü, da ist Rinderfilet und da ist auch Rinderfilet, ja, aber das ist ja günstiger. Hm. Also zwei Seiten, die du miteinander vergleichst und das bin ich raus. Ja, und das ist sehr, sehr deutsch, wenn man dann die beiden Preise vor sich hat. Und da wären wir jetzt wieder am Anfang der Podcast-Folge angelangt, weil wenn man dann in ein Gespräch geht mit einem Gast, mit einem Kunden, dann verkauft man ja auch das Essen, diese Emotionen, die man dann dabei, die der Gast dabei haben soll. Und das funktioniert in dem Rahmen wahrscheinlich wesentlich besser. Ja. Und das wird in Zukunft, glaube ich, auch immer mehr in diese Richtung gehen, weil es wird einfach weniger, was wir leisten können, weil wir werden ja natürlich auch immer weniger. Ich habe mir jetzt noch auf Vihoga auf meinem Zettelchen geschrieben, weil gestern war ich beim Herrn Becker und habe mich mit dem ein bisschen zusammengesetzt. Wir hatten auch ein Podcast-Interview aufgenommen, ein sehr schönes, und da haben wir auch sehr viel über dich geredet. Und du bist ja gern gesehener und regelmäßiger Gast an der Vihoga, ne? Genau, also wir sind da sehr gerne auch Gast für unsere eigenen Seminare, die wir da auch machen. Mhm. Das machen wir immer an Montagen, die fangen so gegen 10 an, die sind um 16 Uhr dann auch immer wieder vorbei. Und wir nutzen das für unsere Produktion einfach so ein Stück weit. Wir haben da einfach auch einen Raum, wo wir uns ein bisschen zurückziehen können, wo wir auch experimentieren können. Also hier in Werne
haben wir das noch nicht unter ein Dach auch gekriegt, weil einfach räumliche Begrenzungen einfach sind. Und du hast ja eingangs auch schon gesagt, dass es hier wirklich ein schönes Gebäude ist. Mhm. Deswegen können wir uns einfach hier überhaupt nicht lösen letztendlich. Ja. Und deswegen nehmen wir den Weg nach Dortmund immer wieder noch auf uns. Aber das finden wir einfach sehr, 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 sehr gut und sehr wohlwollend, was wir da auch fortfinden. Ist eine schöne und tolle Partnerschaft. Und der Herr Becker, der hat für seinen Bereich eine Leidenschaft, die wirklich, ja, ich sag mal, seinesgleichen dann einfach auch sucht. Und ja. Das ist, muss man wirklich so sagen. Und wie gesagt, wir unterstützen uns da gegenseitig auch. Und ja, ich mag das wirklich da gerne als Gast zu sein. Ja, das ist, habe ich gestern zu Herrn Becker auch gesagt, wenn man so diese Türschwelle überschreitet, auch wenn es eine Schule, eine Hotelfachschule ist, aber es ist ein sehr, man hat immer das Gefühl, man ist dort willkommen, egal ob man Schüler ist oder Gast ist. Und ja, man spürt diese Wärme, die dort in der Vihoga gelebt wird, kann man sagen, die Herr Becker auch lebt. Und ja, das ist auf jeden Fall eine sehr schöne Schule, eine sehr schöne Schule. Also wir sind auch immer wieder gerne auf der Sommerakademie. Sommerakademie, ja. Wo es dann vier, fünf Tage am Stück einfach immer Workshops und Trainings in unterschiedlichen Bereichen auch geht. Und also da tritt Herr Becker einfach immer wieder ein bisschen zurück. Das muss man einfach mal sagen. Seine Frau ist ja das Herzstück. Also so, er organisiert das, aber sie hält das Ganze so ein bisschen hoch, kümmert sich um die Leute und guckt immer, dass jeder vielleicht noch einen Obstsalat kriegt. Und wirklich toll, also wirklich Herzblut. Also beide verdienen da wirklich die höchste Anerkennung einfach auch, wie ich finde. Und das vergisst man, glaube ich, auch mal wieder schnell. Und die beiden tragen das einfach auch gleichmäßig, glaube ich, dann einfach weiter nach vorne. Ja, ja, sehr schön. Und wenn jetzt jemand, der jetzt hier zuhört und vielleicht Lust hat, dich einmal live zu erleben, vielleicht an der Vihoga live zu erleben, dort bietest du dann hier Workshops an. Genau. Der kann auf deine Homepage schauen. Einfach auf unsere Homepage gucken. Das ist das Einfachste auch. Also wir haben jetzt fürs erste Halbjahr 3 Termine da einfach dann nochmal auch hochgeladen, was man da einfach auch immer wieder noch finden kann. Dass wir dann bei Partnern einfach nochmal Seminare dann einfach nochmal machen. Also manchmal ist es einfach ein beschwerlicher Weg, sich dann aus anderen Städten nach Dortmund auf den Weg zu machen. Aber Dortmund ist immer eine Reise wert, finde ich. Also und das kann man einfach sehr, sehr gut dann auch machen. Ja. Und ja, also wir sind bundesweit unterwegs. Also auf der einen Seite, man findet sicherlich immer wieder Termine, wo man uns dann auch mal treffen kann. Mhm. Auf Messen sowieso. Und wie gesagt, das laden wir auch gerne immer wieder auf unserer Homepage hoch. Cool. Ich würde vorschlagen, die Homepage packe ich in die Shownotes, damit man mit einem Klick direkt auf der Homepage ist. Und sehr vielleicht gerne den Link zum neuen Buch, dass man da mal reinschauen kann. Ja. Wenn man sich da ein bisschen näher drüber informieren möchte. Genau, überhaupt kein Problem. Weihnachtsgeschenk nächstes Jahr. 2020. Ja, aber das ist ja zeitlos, das Buch. Und ich glaube, es wird, umso länger es noch dauert, also so wie du jetzt gerade erzählt hast, umso mehr die Jahre vergehen, umso zeitgemäßer wird es dann auch. Ja. Weil wir, wie du vorhin schon erklärt hast, dieser Kreis um dieses Restaurant, was gezogen wird, das bezieht sich ja darauf, dass ich mal gucke, was habe ich in meiner näheren Umgebung, was kann ich daraus machen. Genau. Ja. Es war ein sehr cooles Podcast-Interview. Hat mich sehr gefreut. Vielen, vielen Dank. Es hat mir sehr gefallen. Vielen Dank für deine Zeit. Sehr gerne geschehen. Jetzt werde ich mit meinen Impulsen werde ich jetzt nach Hause gehen und werde dann mal mit meiner Familie ein bisschen darüber sprechen, weil ich kann das einfach nur so bestätigen. Das hat jetzt so viel bei mir auch bewirkt. Wenn ich mir Gedanken mache über die nächsten Jahre, über unsere Branche, da sind jetzt einfach viele neue Gedanken in meinen Kopf gekommen. Dafür vielen lieben herzlichen Dank. Und jetzt lesen wir noch kurz da vorne Jim Ruskin vor. Ich kann es mal holen. Warte mal. Okay, machen wir so. Dann du kannst ja noch mal was erzählen. Das Bild kann man ja auch abhängen. Ja. Okay, dann machen wir jetzt mal ein, zwei Minütchen Smalltalk. Das Bild ist da. Okay, John Ruskin, englischer Sozialreformer, 1819 bis 1900. Ah, 19, guck mal, dann habe ich gerade 1904 gesagt, 1900. Ja. Okay, das ist dein Zitat. Komm, mach. Okay. Erzähl ruhig. Es gibt kaum etwas auf dieser Welt, das nicht irgendjemand ein wenig schlechter machen und etwas billiger verkaufen könnte. Und die Menschen, die sich nur am Preis orientieren, werden die gerechte Beute solcher Machenschaften. Es ist unklug, zu viel zu bezahlen, aber es ist noch schlechter, zu wenig zu bezahlen. Wenn Sie zu viel bezahlen, verdienen Sie etwas Geld.
Das ist alles. Wenn Sie dagegen zu wenig bezahlen, verlieren Sie manchmal alles, da der gekaufte Gegenstand der ihm zugedachten Aufgabe nicht erfüllen kann. Das Gesetz der Wirtschaft verbietet es, für wenig Geld viel Wert zu erhalten. Nehmen Sie das niedrigste Angebot an, müssen Sie das Risiko, das Sie eingehen, etwas hinzurechnen. Und wenn Sie das tun, dann haben Sie auch genug Geld, um für etwas Besseres zu bezahlen. Astreines Schlusswort. Und Oma sagte früher immer, wir sind arm genug. Nee, was hat sie mal gesagt? Weil dann gibt es, das fällt mir nicht ein, aber du. Aber fällt mir jetzt gerade nicht ein, aber sie hatte immer so einen Spruch, wir sind, fällt mir nicht ein, also es tut mir leid. Aber kommt gleich, das liefere ich nach. Okay, alles klar. Also entweder liefert der Heiko das gleich noch nach oder wir treffen uns im nächsten Jahr vielleicht bei der Chefsache oder wir laufen uns bestimmt noch das ein oder andere Mal über den Weg und dann schießen wir das dann nach. Okay. Genau. Ja, vielen lieben Dank. Gerne geschehen. So, macht es gut da draußen. Ciao, ciao. Tschüss. Die Episode ist zwar zu Ende, aber ich habe dir noch versprochen, dir zu erklären, wie du lernst, dich immer für den richtigen Mitarbeiter zu entscheiden. Kennst du das? Du wählst nach den Vorstellungsgesprächen einen Kandidaten aus und der verabschiedet sich nach 4 Wochen wieder. Hast du sowas schon mal erlebt? Das muss nicht sein und wir haben einige Fäden in der Hand, um das selbst zu beeinflussen, selbst in die Hand zu nehmen und selbst in der Hand zu haben vor allem. Du musst halt nur wissen, welche Fäden wann gezogen werden müssen. Ich zeige dir in einem kostenlosen 5-Tage Online-Training, wie du immer die richtige Entscheidung treffen kannst oder triffst. Ab dem 13.01. kommenden Montag bekommst du an 5 Tagen 5 Aufgaben, 4 Live-Coaching-Calls und ein Live-Webinar. Anschließend am Freitag danach kannst du oder kennst du die Strippen, die gezogen werden müssen. In den Shownotes habe ich einen Link eingefügt, auf den du draufklicken kannst, um dich anzumelden. Du wirst dort direkt auf die Anmeldeseite weitergeleitet. Du kannst aber auch auf www.küchenherde.com nachschauen. Dort findest du die Anmeldeseite ganz unten am Rand in einer gelben Leiste. Ich freue mich auf dich und auf das Training. Bis dahin, mach es gut, dein Markus.